Schweizerischer Landessender Beromünster. Heute geht alles nicht nach Programm. Radio Beromünster strahlt eine Sondersendung aus. Geschätzte Damen und Herren, ich bin Alice Kreinbühl und wohne in der Direktionsvilla vom Landessender Beromünster. Mit dem Gesamtkunstwerk KKLB bin ich noch weiter verbunden, weil mein Sohn Silas schon seit 10 Jahren der KKLB-Direktor ist. Ich darf Ihnen eine Sondersendung mit dem Titel Pierre Favre und Wetz in der KKLB Zielefeld-Löchl-Installation auf Radio Beromünster ansagen. Wetz ist sehr stolz, dass er mit dem weltbekannten Solo-Schlagzeuger Pierre Favre einen wichtigen Part beim Fernsehfilm Pierre Favre in 80 Jahren um die Welt vom Schweizer Fernsehen SRF bei der Sendung Sternstunde Musik machen durfte. Viel Vergnügen! Der Künstler Wetz hat mich eingeladen, heute Abend mit ihm ein Konzert zu improvisieren. Ich lasse mich überraschen. Das ist für mich wieder etwas Neues. Voilà. Hey, tous les gens qui sont là. Formidable, ça. Wir haben hier einen Installationskünstler, der macht so verrückte Sachen. Weißt du, da hat man, kannst du dort den Knopf drücken? Ja, super. Verrückte, sei verrückter Künstler, Martin Soler. Er macht seit 20 Jahren nur solche Unsinnigkeiten. Alles Unsinnigkeiten. Wunderschön. Die ist schön, ne? Sehr nett. Ja. Und sie atmen künstlich mit der Beatmungsmaschine.
Du hast mir eine riesige Freude gemacht. Ja, das ist schön, aber weißt du, bist auch ein Kind, deswegen geht's, ne? Ja, 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 das ist auch die Installation ist kindisch. Es gefällt nicht alle, aber ja, ja, mir gefällt's.